Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Dienstag. Neues und Interessantes aus dem Bergland und den Gefilden der Oberlausitz. Hallo und willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit. Heute geht's um die Region rund um Bautzen. An der Spree laufen aktuell Arbeiten am Wehr, doch es wird nicht etwas neu gebaut oder saniert. Nein, der Natur soll der Fluss wieder zurückgegeben werden. Das Wehr wird daher zurückgebaut. Ruhig und träge fließt die Spree an diesem Montagvormittag durch Bautzen. Die geringen Niederschläge der letzten Wochen zeigen schon wieder deutliche Spuren. Doch die Bautzner wissen, dass ihr Fluss auch anders kann. Deshalb spielte der Hochwasserschutz bei den umfangreichen Bauarbeiten, die in diesen Tagen ihren Abschluss finden, auch eine wichtige Rolle. Worum es dabei außerdem noch ging, erläutert André Wunderlich von der Landestalsperrenverwaltung, kurz LTV, Sachsen. Das haben wir einfach zum Anlass genommen und haben gesagt, wir machen hier ein komplexes Projekt draus, wo wir all die Themen miteinander verknüpfen, weil man dachte ja immer, Hochwasserschutz ist so ein bisschen kontra der Gewässerentwicklung, aber genau das wollten wir jetzt zeigen, dass man eigentlich alles unter einen Hut bringen kann. Und so sind an der Spree in Bautzen Dinge passiert, die den ein oder anderen Passanten möglicherweise verwundern könnten. Eckhard Bielitz, Geschäftsführer der LTV Sachsen, nennt Beispiele. Rückbau von dem Wehr, Durchgängigkeit, das klingt so nach irgendwas wegmachen, damit irgendwas wieder frei sein kann. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke der Wasserraumrichtlinie, die in den letzten Jahrzehnten aus verschiedensten Gründen vielfach verbauten Gewässer wieder ein Stück weit naturnäher zu gestalten. Der Natur wieder zurückzugeben, das ist eine der wichtigen Aufgaben, denen auch wir als LTV uns widmen. Problem in der öffentlichen Wahrnehmung solcher Maßnahmen ist ja so ein bisschen, dass wir da in der Regel nichts Großes, Sichtbares bauen, sondern dass wir eher was zurückbauen, rausnehmen. Ne? Wehrrückbau ist kein neues, sondern ein Wehr wird zurückgebaut. Oder es werden Strukturelemente ins Gewässer reingebracht, wo viele Bürger sagen, ja, müsste man eigentlich den Kies nicht rausnehmen oder die Bäume rausnehmen, damit die nicht weggespült werden. Auch für den sächsischen Umweltminister Wolfram Günther ist die naturnahe Gewässergestaltung ein wichtiges Anliegen. Deshalb war er auch am Montag nach Bautzen gekommen, um sich die Arbeiten erläutern zu lassen. Anschließend ordnete er sie politisch ein. Unser Gewässersystem, so wie wir es in dem Verlauf der letzten wirklich schon 100 Jahre entwickelt haben, ist dem nicht wirklich optimal angepasst. Und wir haben, muss man auch sagen, Naturräume verloren, wir haben eine riesige Biodiversitätskrise, ein Artensterben, und das sind unsere Flussräume eigentlich die naturnächsten oft noch. Ursprünglich sollte es an der Spree eigentlich nur darum gehen, die in die Jahre gekommene Waldmühlenwehr unterhalb des Lindenberges zurückzubauen, das zu einem Abflusshemmnis geworden war. Doch im Laufe der Planung ist wesentlich mehr daraus geworden. 5 Sohlriegel sichern nun die Sohle vor Erosion. Zudem waren Ufermauern in Höhe der Bleichenstraße stark beschädigt und unterspült. Sie wurden ebenfalls beseitigt und durch naturnahe begrünte Böschungen ersetzt. Durch die Entsiegelung von Flächen im umgebenden Auwald wurde ein verbesserter Wasserrückhalt erreicht. Doch ausgerechnet der Ausgangspunkt des Projektes ist noch nicht ganz fertig. Wir wollten eigentlich auch mit unserem Walkenmühlenwehr, mit dem Umbau, schon fertig sein. Da ist uns aber leider das Hochwasser im Frühjahr so ein bisschen in die Quere gekommen. Also es gab hier 3 kleinere Ereignisse, die aber jedes Mal die Wasserhaltung am Walkenmühlenwehr zerstört haben. Und deshalb sind wir dort ein bisschen in Verzug, was die bauliche Umsetzung angeht. Und auch die Ruine an der Bleichenstraße, deren Abriss vor Beginn der Arbeiten angekündigt worden war, steht noch. Das Walkenmühlenwehr ist das 4. von insgesamt 7 Wehren im Stadtgebiet, das geschleift wurde. Übrig bleibt nur der unter Denkmalschutz stehende Schütz, dessen Umgebung zu einem Wanderrastplatz umgebaut werden soll, sofern die Stadt Bautzen die Gelder zur Verfügung stellen kann. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme beliefen sich auf etwa 1,4 Millionen Euro. Gestern startete das 14. internationale Folklore-Festival Lausitz in Bautzen. Traditionell zogen die teilnehmenden Gruppen vom Haus der Sorben am Postplatz über den Hauptmarkt bis zum Kornmarkt. Dort präsentierten sich die Gruppen kurz dem Publikum, ehe sie ins deutsch-sorbische Volkstheater zur Gala zogen. In diesem Jahr sind Folkloregruppen aus der Lausitz, Spanien, Polen, Rumänien, Serbien, Tschechien, Estland, aber auch ein chilenisches Ensemble aus Frankfurt am Main oder eine Musik- und Tanzgruppe aus dem Kongo, welche aus Leipzig anreisen, mit dabei. Am Freitag treten die Gruppen im Niederlausitzer Ort Drachlau auf, ehe sie am Samstag und Sonntag nach Krostwitz im Landkreis Bautzen kommen und dort in den Höfen auftreten. Einen längeren Beitrag zu den Festlichkeiten in Krostwitz am Samstag sehen Sie dann in der nächsten Woche im Lausitzwelle Fernsehen. Da
Das Unternehmen EST Energetics im Rothenburger Ortsteil Steinbach hat den nach einem Brand im August 2022 unterbrochenen Betrieb wieder aufgenommen. Wie Betriebsleiter Stefan Blümel mitteilt, kann das Unternehmen nun das Recycling von Lithium-Metallbatterien und Munition fortsetzen. Dafür wurden übergangsweise Arbeitscontainer mit modernen Recyclinganlagen ausgestattet. Die Planung für den vollständigen Wiederaufbau der Werkshalle ist demnach abgeschlossen. Diese soll Anfang 2024 wieder in Betrieb gehen. Die bereits im vergangenen Jahr angekündigten Umbauarbeiten am Einkaufszentrum im Neschwitzer BAG-Gelände stehen kurz bevor. Wie Miteigentümer Lars Gottschling bestätigte, schließt der Markt zum 31. August seine Pforten. Danach wird er umfangreich saniert und am 13. November als Nahkauf wiedereröffnet. Damit verbunden ist ein Wechsel von der Edeka zur Rewe-Gruppe. Gleichzeitig beginnen Neubauarbeiten für einen Bistro-Bereich sowie die Verkaufsflächen von Bäcker und Fleischer. Der Umbau des Einkaufsmarktes bildet den zweiten Abschnitt bei der Erneuerung des früheren BAG-Areals an der Übigauer Straße. Im vergangenen Jahr war das ehemalige Verwaltungsgebäude zu einem Wohn- und Geschäftshaus umgebaut worden. Sachsens Staatsminister Thomas Schmidt kritisiert in seiner Rolle als Regionalminister die geplanten Kürzungen für den ländlichen Raum im Bundeshaushalt. Nach Vorschlag des Bundesfinanzministers sollen die Mittel für die Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, kurz GAK, im kommenden Jahr auf 840 Millionen Euro gekürzt werden. Das sind knapp 26% weniger als im Haushalt für dieses Jahr. Der Sonderrahmenplan ländliche Entwicklung ist von der Streichung im Haushaltsentwurf besonders betroffen. Die bisher jährlich 160 Millionen Euro sollen komplett entfallen. Sachsen finanziert über die GAK unter anderem das Programm Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum. Dazu Regionalminister Thomas Schmidt. Also es ist ja schon einmal gekürzt worden im Jahr 2022 auf 2023. Dieser Sonderrahmenplan ländliche Entwicklung von 190 auf 160 Millionen runtergegangen. Jetzt geht es runter auf null und das ist nicht zu akzeptieren. Also es nützt uns überhaupt nichts, wenn man diese Mittel kürzt, Frust in den ländlichen Regionen erzeugt und dann mit irgendwelchen Demokratieprogrammen diesen Frust wieder abbauen will. Man soll die Menschen unterstützen, die kreativen Engagierten, die es dort gibt, um ihre kleinen Städte, um ihre Dörfer entwickeln zu können. Und das Geld hier zu kürzen, das ist einfach, ich habe es genannt, schon fast Schildbürgertum. Darüber hinaus mahnt Schmidt mit der Kürzung die Verschlechterung des ländlichen Raumes an. Die Gebiete außerhalb der Ballungszentren müssten seiner Ansicht nach weiter gefördert werden, um auch zur Entlastung der Wohnungsmärkte und Gewerbeflächen in den größeren Städten beizutragen. Für ihn ist die jetzige Planung mit der vollständigen Streichung ein Schlag ins Gesicht. Die Gemeinde Neschwitz hat die Unterlagen für die Förderung eines Neubaus einer Kindertagesstätte bei der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung, kurz SAS, eingereicht. Wie Bürgermeister Gerd Schuster erklärt, belaufen sich die geplanten Kosten auf 11,3 Millionen Euro. Das entspreche etwa dem Dreifachen der ursprünglichen Kostenschätzung aus dem Jahre 2020. Damals fällte der Neschwitzer Gemeinderat die Grundsatzentscheidung, einen Kita-Neubau der Sanierung des bestehenden Gebäudes vorzuziehen. Als Voraussetzung wurde eine 90%ige Strukturwandelförderung festgelegt. Im September wird das Projekt im regionalen Begleitausschuss vorgestellt. Bis Ende 2026 muss das Vorhaben abgeschlossen sein. Die vakante Stelle des Baubürgermeisters der Stadt Bautzen ist nun vergeben. Mit Heiko Nowak konnte ein erfahrener Verwaltungsmann gefunden werden. In der letzten Stadtratssitzung wurde Nowak als neuer Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bauwesen gewählt. Der 33-Jährige gewann in der finalen Abstimmung gegen den Mitbewerber Carsten Rebicki. Er kann berufliche Erfahrungen in Führungspositionen vorweisen. So arbeitete er in der Vergangenheit beim Zweckverband Lausitzer Seenland als Projektleiter in der Wirtschaftsregion Lausitz sowie bei der Sächsischen Agentur für Strukturförderung. Seine neue Stelle als Baubürgermeister tritt er ab dem 1. Oktober im Bautzener Rathaus an. Das Dezernat der Stadtentwicklung und des Bauwesens umfasst die Hoch- und Tiefbauämter, das Bauverwaltungsamt sowie den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen. Die Gemeinde Ramenau hat beim bundesweiten Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft Silber geholt. Das kleine Dorf in der Westlausitz mit knapp 1500 Einwohnern darf künftig den Titel Silberdorf tragen, teilt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit.
Damit erhält Ramenau 10.000 Euro Preisgeld. Die Bewertungskommission war 3 Wochen lang von Dorf zu Dorf gereist. Dabei wurden unter anderem Ziele und Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, soziales Engagement und dörfliche Aktivitäten bewertet. Auch der Markersdorfer Ortsteil Friedersdorf im Landkreis Görlitz war unter den Preisträgern. Er erhielt Bronze und damit verbunden 5.000 Euro Preisgeld. Am Donnerstagvormittag wollte der Fahrer eines Hyundai seinen Wagen am Straßenrand in Bautzen parken. Doch beim Rückwärtsfahren kollidierte er mit einem VW Golf und stand anschließend auf dem Gehweg. Laut Augenzeugenberichten legte der Mann in Folge den Vorwärtsgang ein und gab Gas. Er rammte ein Skoda SUV und später 2 weitere Fahrzeuge auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Fahrer des Hyundai wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr kümmerte sich um auslaufende Flüssigkeiten und kontrollierte die verunfallten Autos. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert, aber laut ersten Einschätzungen liegt dieser jedoch im 5-stelligen Bereich. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags haben sich auf der Autobahn 4 gleich 2 Unfälle ereignet. Eine 58-Jährige fuhr mit ihrem Mini in Richtung Görlitz. Dahinter befand sich ein 38-jähriger Honda-Fahrer. An einer Baustelle fuhren die beiden Autos über eine Baustellenbegrenzung. Dadurch wurde bei beiden Autos jeweils das rechte Hinterrad beschädigt. Der Gesamtschaden lag hier bei etwa 500 Euro. Die Kapelle im Krostwitzer Ortsteil Nucknitz ist komplett. In der vergangenen Woche weihte der Krostwitzer Pfarrer Mersin de Lenk den Glockenturm. Dieser ist ebenso wie auch schon der Andachtsraum in Eigeninitiative der Ortsbewohner entstanden. Der 5 Meter hohe Glockenturm besteht aus 4 Balken aus Lärchenholz, die eigens für diesen Zweck gestiftet worden waren. Für die Aufhängung des Geläuts entstand ein schmiedeeiserner Glockenstuhl. Die Nucknitzer Kapelle war in den Mauern des nicht mehr benötigten alten Feuerwehrgerätehauses errichtet worden. Dafür hatte sich 2018 aus den Reihen der Dorfbewohner ein Verein gegründet. Der Ursprung für die Projektidee lag in der Nucknitzer Tradition, gemeinsam den Rosenkranz zu bieten. Der Steinig-Wolmsdorfer Ortsteil Ringenhain hat einen neuen Spielplatz. Wie der Ortsrat mitteilt, entstand dieser in der Siedlung Waldstraße auf Initiative der Anwohner. Ausgangspunkt dafür war ein Arbeitseinsatz des Jugendclubs im Rahmen der 48-Stunden-Aktion 2020. Dabei wurden die noch aus DDR-Zeiten stammenden, nicht mehr sicheren alten Spielgeräte entfernt. Die für den Neuaufbau benötigten Fördergelder wurden durch den Heimatverein beantragt. Auch die Gemeindeverwaltung unterstützte das Vorhaben. 2 bisher Unbekannte haben am Donnerstagmittag ein Fahrrad zum Darrener Berg in Wilten angezündet. Es handelt sich um ein weinrotes 28 Zoll Damenrad. Möglicherweise stammt dies aus einer Diebstahlshandlung. Der Schaden belief sich auf etwa 100 Euro. Die Personen wurden als männliche Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 15 Jahren beschrieben. Einer trug blaue Oberbekleidung, der andere weiße. Beide hatten einen Rucksack dabei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591 3560 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Über das seit 2022 laufende Projekt Teichlausitz im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft konnten sich Interessierte am Donnerstag bei einer Führung informieren. Sebastian Heinen von der Reservatsverwaltung und Philipp Zappler vom Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sakro gaben einen Überblick über den Projektstand. Demnach werden derzeit an zahlreichen Teichen in der Lausitz Daten erhoben, zum Beispiel über den Fischbestand, die Fütterung und die Ausstattung mit Wasserpflanzen. 12 Teichwirtschaften liefern die dafür benötigten Informationen. Ziel ist es, besser mit der Praxis vereinbarte Förderregularien zu erarbeiten. Dies soll zum Fortbestand der Teichbewirtschaftung in der Lausitz beitragen. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer hat sich am Anfang der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Bautzen West auf der A4 offenbar nicht für die richtige Fahrspur entscheiden können. In Richtung Görlitz fuhr er mehrere Warnbaken um und verlor die Kontrolle über sein Peugeot. Er durchbrach den an die Autobahn angrenzenden Wildzaun und überschlug sich mehrfach auf einem Feld. Polizei und Rettungsdienst eilten zum Unfallort. Auch die Feuerwehr wurde eingesetzt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich auf dem trockenen Feld ein Brand entwickeln könnte. Der Pkw-Lenker wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Fahrzeugs vom Feld gestaltete sich aber schwierig, da der Peugeot erst nach ca. 70 Metern auf dem Feld zum Liegen kam. Erst mittels eines zusätzlichen langen Seils gelang es, den Pkw herauszuziehen und abzuschleppen. Der Sachschaden belief sich auf etwa 8.000 Euro. In Radibor ist am vergangenen Freitag der Alois Andritzky-Gedächtnispfad eingeweiht worden.
Er führt auf etwa einem Kilometer durch das Dorf und macht an 6 Stationen auf das Werk des sorbischen Kaplans aufmerksam. Dieser war 1914 in Ratibor geboren worden und wurde 1943 im KZ Dachau ermordet. 2011 erfolgte die Seligsprechung aufgrund der Verdienste von Alois Andritzky um die Sorben und den katholischen Glauben. Initiatorinnen waren Claudia Steglich und Andrea Henig aus Ratibor. Letztere ist die ehemalige Leiterin des sorbisch-katholischen Kinderhauses Alois Andritzky, in dessen Trägerschaft sich der Pfad befindet. Mit an der Gestaltung beteiligt waren Hortkinder der 4. Klasse, die die Texte auf Deutsch und Sorbisch einsprachen. Die Flurneuordnung im Bereich Gnauschwitz soll in diesem Jahr baulich abgeschlossen werden. Wie die Gemeindeverwaltung Doberschau-Gaußig mitteilt, ist für 2023 der Ausbau des Kirschbergwegs bei Weißnauslitz vorgesehen. Der Ausbau solle analog der anderen ländlichen Wege im Verfahrensgebiet erfolgen. Nach Abschluss des Wegebaus geht es demnach an die Bildung der neuen Flurstücke, die den eigentlichen Zweck des Verfahrens darstellt. In die entsprechenden Gespräche werden alle Eigentümer einbezogen. Bis Mitte 2021 waren in Gnauschwitz und Umgebung insgesamt 6 Wegebaumaßnahmen für 1,6 Millionen Euro fertiggestellt worden. 80% der Kosten wurden vom Bund und Freistaat Sachsen finanziert. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung verlängert den Einsendeschluss ihres Schreibwettbewerbes Mut machen. Noch bis zum 25. August können alle, die sich ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel in einem Verein tätig, in der Kirche oder Feuerwehr, ihre Geschichte auf maximal 2 Seiten einsenden. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung möchte so auch andere ermutigen, sich ehrenamtlich einzubringen. Die besten Texte werden von einer Jury ausgewählt und mit bis zu 500 Euro prämiert. Mit ausgewählten Texten ist außerdem ein Sammelband geplant. Ihre Einsendungen richten Sie an larissa.beidinger@slpb.sachsen.de. Weitere Infos sind unter www.slpb.de/mutmachen bereitgestellt. Der Landkreis Bautzen hat sich im Hinblick auf den derzeitigen Strukturwandel einiges auf die Fahne geschrieben. Neben dem Dauerakut-Thema Flüchtlinge ist nun auch der Ausbau der A4 als auch die Elektrifizierung der Bahn verstärkt in das öffentliche Interesse gerückt. Wir haben uns mit Bautzens Landrat Udo Witschers getroffen, um mehr zum aktuellen Stand zu erfahren. Wir befinden uns heute im Landratsamt hier in Bautzen. Zu meiner Rechten sitzt Udo Witschers, der amtierende Landrat des Landkreises Bautzen. Und er wird uns heute einige Fragen zu aktuellen Themen beantworten. Angefangen mit einem der großen Themen der letzten Jahre, die Flüchtlingssituation hier im Landkreis. Gibt es dazu einen aktuellen Stand? Ja, wir sind im Bereich der Flüchtlingssituation des Landkreises Bautzen aktuell stark gefordert. Die Zugangszahlen sind kontinuierlich hoch. Und gerade in dem Bereich Hoyerswerda haben wir ja im Jahr 2022 erfahren, welchen Eindruck bzw. welche Meinung unsere Bevölkerung dazu hat hinsichtlich der Akzeptanz von weiteren Flüchtlingsheimen. Man hatte uns in Hoyerswerda, insbesondere im Ortsteil Künicht, klar und deutlich zum Verstehen gegeben, dass man dafür keine Akzeptanz hat. Das habe ich als Landrat zu akzeptieren, das akzeptiere ich auch und habe insofern im Nachgang dieser Entscheidung zu Hoyerswerda, also mit der Ablehnung, die Verwaltung beauftragt, ein neues Unterbringungskonzept zu entwerfen, mir vorzulegen, mit den Kriterien, dass eben aufgrund der fehlenden Akzeptanz in unserer Bevölkerung, das ist für mich das Votum, keine neuen zentralen Flüchtlingsheime mehr im Landkreis Bautzen installiert werden und wir den Weg jetzt verfolgen, die Asylbewerber dezentral unterzubringen in sogenannten Wohnprojekten. Und wir haben das dem Kreistag in der letzten Sitzung vorgestellt und wir werden jetzt zeitnah in die Ausschreibung dafür gehen. Okay. Zu einem Thema, das erst in letzter Zeit eher etwas mehr ins Gespräch gekommen ist, der Ausbau der Autobahn A4. Besonders wenn ich sehr oft zwischen Bautzen und Dresden pendel, sind ja doch viele Baustellen, Teilabschnitte erkennbar. Wie ist da der aktuelle Stand? Was sind noch für Planungen? An die A4 muss der Bund ran. Und aber nicht nur der Bund, so glaube ich, wir müssen alle mittun, denn mir ist es doch eigentlich egal, als Landrat und auch der Bevölkerung und allen Nutzern, ob man sagt, das ist eine Bundesautobahn, das muss der Bund jetzt machen und immer bloß darauf verweist und letztendlich tut sich aber nichts. Insofern haben wir die Gespräche auch mit dem Bund gesucht, wir haben sie aber auch mit dem Land gesucht. Ich war mit meinem
Kollegen, Herrn Landrat Meyer, beim Bundesverkehrsministerium gewesen. Und man hat uns gesagt, dass man bereit ist, in Richtung A4 etwas zu tun. Im Knoten Dresden wird der mehrspurige Ausbau kommen. In Richtung Bautzen wird es jetzt auch nochmal eine neue Verkehrszählung geben, weil die Verkehrszahlen sich hoch verstetigt haben. Wir wollen kurzfristig daran arbeiten, wie man den Standstreifenausbau tätigen könnte, so dass bei hohem Verkehrsauskommen man da zu einer Entlastung kommen kann. Wenn wir klar und deutlich, wir werden dann auch gleich nochmal zur Elektrifizierung der Bahn kommen, aber wenn wir den Strukturwandel gemeinsam in der Lausitz stemmen wollen, dann brauchen wir Verkehrsadern. Und das ist einerseits die A4, das ist andererseits die Bahnstrecke. Sie haben es gerade schon genannt, die Elektrifizierung. Können Sie da vielleicht direkt einsteigen? Wie soll es da weitergehen? Wenn wir nicht nur die A4 als Erschließungsstraße für den östlichen Teil Sachsens oder Deutschland betrachten und genauso auch die Bahnstrecke Dresden-Bautzen-Görlitz betrachten als transeuropäische Magistrale in beiderlei Hinsicht, dann muss die Elektrifizierung kommen. Und wir reden ja vom Strukturwandel, von dem Wandel hin zur Elektrifizierung. Und dann muss letztendlich natürlich auch die Bahn elektrifiziert sein, um sie zukunftsfähig zu machen. Aber nicht nur, um sie zu elektrifizieren und zukunftsfähig zu machen, vom Antrieb her, sondern auch von dem Ausbau der Bahnstrecke an für sich so, dass man das auch als, ich sag mal, tatsächliche Transitstrecke nutzen kann. Also auch da sind wir genauso mit dem Bund und auch dem Land im Gespräch. Die Strecke Dresden-Bautzen-Görlitz wird im Jahr 2024 neu betrachtet werden, neu berechnet werden. Der sogenannte Wirtschaftlichkeitsfaktor, der dann einen Ausbau rechtfertigen würde, liegt jetzt unter 1. Meine letzten Gespräche auch mit unserem Ministerpräsidenten haben mich davon überzeugt, dass bei einer neuen Betrachtung im Jahr 2024 wir fest davon ausgehen, dass der Wirtschaftlichkeitsfaktor über 1 liegen wird und somit dann auch die Elektrifizierung kommen muss. Sie haben das Jahr 2024 angesprochen. Was passiert denn mit dem Sorgenkind, dem Hallenbad in Kamenz? Da gibt es ja auch schon über Jahre wirklich Diskussionen, Pläne. Wie soll es da weitergehen? Gibt es schon Pläne für die nähere Zukunft? Wir hatten gemeinsam mit der Stadt ja versucht, nochmal einen Antrag zu stellen. Also es wurde schon mal ein Antrag gestellt zu einem Freizeitbad mit Außenbereich. Rein organisatorisch sind wir als Landkreis aber auch nicht dafür zuständig und wir können uns auch nicht rechtfertigen, dann Freibäder mit zu finanzieren und auch zu unterhalten. Deswegen hatten wir der Stadt ein Angebot gemacht als Kreistag, inwiefern sich der Landkreis mit beteiligen könnte und wo die Grenze ist. Daraufhin hatte die Stadt nochmal einen eigenen Antrag gestellt, der aber abgelehnt wurde. Das bedeutet, uns fehlt schlichtweg die Finanzierung für die Sanierung des Hallenbades. Ein Thema, was noch sehr interessant ist, die Wahlen. In Sachsen-Anhalt, Thüringen, haben Sie da noch ein paar Gedanken dazu? Wenn ich nun, ob nun bei der Feuerwehr oder beim Sportverein oder auch bei den Kulturschaffenden unterwegs bin und mich die Menschen immer wieder ansprechen, wenn man ins vertraute Gespräch auch kommt und sagt, es sind nicht die Existenzängste, sondern es sind die Art und Weise der teilweisen Bevormundung. Wenn man Menschen sagt, das darfst du aber nicht sagen, oder sie haben das Gefühl, dass sie nicht mehr das ansprechen dürfen, was sie ansprechen wollen. Und diese Bevormundung führt zu Unzufriedenheit. Und deswegen muss ich auch klar und deutlich sagen, wenn in Thüringen jetzt der erste Landrat von der AfD gewählt wurde, mit absoluter Mehrheit, und in Sachsen-Anhalt nun der erste hauptamtliche Bürgermeister mit absoluter Mehrheit, dann waren das freiheitlich-demokratische Wahlen. Und als Demokrat habe ich das Ergebnis solcher Wahlen ganz einfach zu akzeptieren. Und alle Andersredenden sollten sich überlegen, warum die Menschen so gewählt haben. Dafür gibt es doch Gründe. Das muss doch eigentlich der Anlass sein, darüber nachzudenken und nicht durch weitere Verbote und Restriktionen den Menschen, auf Deutsch gesagt, mundtot zu machen. Das werden die Menschen sich nicht gefallen lassen. Das war genau der Hauptantriebsgrund ja 1989, warum die Menschen auf die Straße gegangen sind. Dass vorwiegend man gesagt hat, also diese Bevormundung, das möchten wir nicht. Und die Menschen sagen ihre Meinung, spätestens in der Wahlkabine, wenn sie ihr Kreuz machen. Vielen Dank, Herr Witschers, für die Zeit, für die Worte. Liebe Zuschauer, wenn Sie noch weitere Fragen haben, es wird sicherlich in Zukunft zu einem erneuten Treffen kommen und dann reden wir nochmal über den aktuellen Stand, wie es dann in Zukunft aussehen wird. Liebe Zuschauer, das war die Regionalzeit am Dienstag. Morgen sind wir dann mit unserer Regionalzeit in der Westlausitz unterwegs. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Bis morgen um 18.30 Uhr hier im Lausitzwelle Fernsehen. Immer gut.
und informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.